zweiten Teil von meinem Berlin Haul. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen haben solltet, ich verlinke es euch in die Infobox. Klickt doch mal rein und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil. Hier habe ich ein wunderschönes Kleid. Und zwar ist es in so einem Marilyn Monroe-Stil. Das Besondere ist, dass es hier hinten diesen offenen Rückenausschnitt hat. Und dann hat es hier so zwei Träger. Hier vorne hat es noch eine Verzierung. An der Seite hat es einen Reißverschluss, damit man leichter reinschlüpfen kann. Es ist aus so einem ganz, ganz leichten Chiffonstoff. Das geht ein bisschen über die Knie. Das Kleid war runtergesetzt von 60 Euro auf nur noch 25 Euro. Hier habe ich mir ganz, ganz tolle Sandaletten mitgenommen. Das ist aus so einem Wildleder. Die sind geöffnet, haben zwei Riemen. Das, was ich besonders hübsch finde an diesem Schuh, ist, dass man sich hier die Schnalle oben so zubinden kann. Das sieht dann super, super schick aus. Ich muss sagen, für diesen hohen Absatz sind die echt bequem. Die waren auch im Sale von, ich glaube, 50 oder 60 Euro auf 26 Euro. Dann habe ich hier ein ganz, ganz tolles Schmuckstück entdeckt. Und zwar sind das diese Riemchen-Sandaletten. Das, was diesen Schuh so besonders macht, ist dieser goldene Metallriemen hier am Knöchel oben und dieser dicke Blockabsatz. Diese Sandaletten kann man nicht so lange tragen, denn die haben hier ja diesen Metallriemen, der ist ziemlich hart. Es tut dann schon so ein bisschen weh am Knöchel, deswegen denke ich mal, werde ich diese Schuhe nur tragen, wenn wir irgendwo was essen gehen, wo ich dann nur wenige Schritte machen muss und hauptsächlich sitzen kann. Das sind einfach nur solche Ausgehschuhe, die hübsch anzusehen sind. Jede Frau hat solche Schuhe zu Hause, denke ich mal. Man will ja einfach nur hübsch aussehen. Von der Bequemlichkeit her sollte man sich eigentlich schon gute Schuhe kaufen, aber die sehen einfach so, so toll aus. Deswegen habe ich die mir jetzt einfach mitgenommen und man kann diesen Riemchen mit einem Klettverschluss zumachen. Das heißt, ganz, ganz einfach und schnell rein und raus schlüpfen. Die waren auch im Sale von 40 Euro auf 26 Euro. Dann habe ich mir hier diese Bluse mitgenommen. Die ist leicht durchsichtig aus so einem Kreppstoff. Die hat hier so ganz, ganz süße goldene Knöpfe. An den Seiten hat die jeweils einen Schlitz. Die ist oben ein bisschen enger geschnitten und verläuft nach unten hin etwas weiter. Die war jetzt im Sale von 20 Euro auf 10 Euro. Dann habe ich mir hier dieses Top mitgenommen. Das sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so toll aus, aber dieses Top hat hier unten auch diese Fransen wie dieses Top von Primark. Es ist aus so einem Jersey-Stoff, Ethno-Muster würde ich mal sagen. Also mir gefällt dieses Top richtig, richtig gut. Das fällt ein bisschen weiter aus, aber ich finde das gar nicht mal so schlimm. Ist so ein kleines Loch. Och Mann, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Hier war wahrscheinlich eine Sicherung dran oder so. Normalerweise achte ich ja immer auf sowas, nach Löchern und sonstiges. Aber ich kann eigentlich auch nicht meckern. Das Top hat mal 15,75 Euro gekostet, war jetzt im Sale auf 5 Euro. Bei Forever 21 haben die ja nochmal 30% extra Rabatt auf bereits reduzierte Sachen. Deswegen hat dieses Top jetzt nur noch 3,50 Euro gekostet. Also von daher kann ich nicht meckern und das Loch, ach, so schlimm ist es auch nicht. Dann habe ich hier dieses hellgraue Top mitgenommen. Das ist aus so einem leichten Sweatshirt-Stoff. Auf den ersten Blick sieht das Top ganz, ganz schlicht aus. Aber wenn man genauer hinschaut und sich den Rückenausschnitt anschaut, ist es hier so offen und das verläuft so über Kreuz. An der Seite ist es jetzt sehr, sehr tief ausgeschnitten. Hierzu sollte man einen Top drunter tragen oder einen Bandeau-BH. Ich finde das richtig, richtig schön. Das ist mal was anderes. Also kein schlichtes Top, sondern richtig stylisch. Das gab es leider nicht mehr in S, deswegen habe ich es mir jetzt einfach in M mitgenommen. Und das hat 6,45 Euro gekostet. Dann habe ich mir hier diesen weißen Rock gekauft. Der ist in so einer Glockenform, also nach unten hin weiter ausgestellt. Am Bund ist es im Marinestil. Das ist aus einem etwas festeren Stoff. Das Besondere an diesem Rock ist dieser goldene Reißverschluss hier hinten. Der hat hier überall so kleine Falten. Insgesamt fällt er richtig, richtig schön puffig. Den Rock gab es leider nicht mehr in S. Das war der letzte Rock. Und da dieser Rock im Sale war, der hat mal 21,75 Euro gekostet, ist runtergesetzt auf 8 Euro und dann nochmal 30% Rabatt. Also der hat nicht mal 5 Euro gekostet.
Deswegen habe ich den mir jetzt einfach mal etwas größer mitgenommen, aber ich finde, das fällt gar nicht so auf. Dadurch wirkt er noch weiter und puffiger. Dann habe ich mir hier diesen ganz, ganz tollen Jumpsuit gekauft. Der ist aus einem Chiffonstoff, der fällt so richtig locker. Das Besondere ist, dass er an der Seite diese Spitzenverzierung hat. Hinten hat er schmalere Träger als vorne. Der ist unten ein bisschen weiter ausgestellt an den Beinen, hat hinten einen Reißverschluss. Ansonsten ist er ganz dezent gehalten, aber das macht diesen Einteiler so besonders, finde ich. Aufgepeppt zum Beispiel mit den schwarz-goldenen Sandaletten, die ich von Sarah gekauft habe. Super, super schick. Dieser Jumpsuit hat gekostet 16,45 Euro. Dann habe ich mir hier noch so einen Jumpsuit gekauft. Ich stehe im Moment total auf diese Einteiler. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie gefallen mir die total gut. Das Besondere sind diese Rüschen hier vorne. Die sind aus so einem Chiffonstoff. Und der komplette Einteiler ist sonst aus so einem Satinstoff. Also fällt total schön auf der Haut. Der hat hier an der Taille einen Gummibund. Und hier so zwei Eingrifftaschen. Hier im Rückenbereich hat er auch einen Gummibund. Gefällt mir richtig, richtig gut. Besonders die Farbe und der Schnitt. Der hat gekostet 20,95 Euro. Da ich total auf diese Einteiler stehe, kommt hier noch einer. Der ist in Schwarz-Weiß mit Blumenmuster. Auf den ersten Blick ein ganz, ganz schlicht, normaler, blumengemusterter Einteiler. Aber wenn man genauer hinschaut, hier, der hat so ein offenes Rückenteil, was man sich hier hinten zusammenbinden kann, damit es nicht von den Schultern rutscht. Der ist halt komplett nach unten hin offen. Das verläuft hier so leicht überkreuzt in der Wickeloptik. Im Taillenbereich hat es einen Gummibund und zwei Eingriffstaschen. An den Beinenden auch nochmal ein Gummibund. Ein sehr, sehr sommerlicher Einteiler aus so einem leichten Baumwollstoff, also richtig luftig für den Sommer. Hat gekostet 19,95 Euro. Als nächstes habe ich mir diese Tasche gekauft. Die ist in blau-lila Ton, total knallig. Die Metallteile sind in Gold. Die hat hier Kragenriemen, der ist verstellbar. Dann kann man die Tasche über die Schulter tragen. Innen hat die so einen großen Reißverschluss. Dann hat die noch so zwei kleine Taschen ohne Reißverschluss. Und noch eine große Tasche mit Reißverschluss. War im Sale von 31,90 Euro auf 24 Euro und dann nochmal 30% Rabatt. Dann hat die Tasche vielleicht so um die 15, 16 Euro gekostet. Hier habe ich dieses mintfarbene T-Shirt gekauft. Das ist aus so einem leicht strukturierten Webstoff, ist durchsichtig. Deswegen sollte man schon einen Top oder ein Bandeau drunter tragen. Es hat hier einen V-Ausschnitt. Hat umgekrempelte Ärmelchen. Ich liebe ja diese Mintfarbe. Dieses Shirt war im Sale von 7,99 Euro auf 5 Euro. Dann habe ich mir hier aus demselben Stoff ein korallefarbenes T-Shirt gekauft. Das hat aber einen Rundhalsausschnitt. Auch diese umgekrempelten Ärmelchen. Hier hat es so einen ganz, ganz kleinen Rückenausschnitt. Ich finde das so richtig süß mit dieser kleine Schleife hier zum Zusammenbinden. Das hat 9,99 Euro gekostet und ich habe es für 3 Euro jetzt im Sale bekommen. Dann habe ich mir hier diesen Hosenrock mitgenommen. Der fällt ziemlich weit aus. Ich finde die Farbe richtig, richtig klasse. Das ist so ein knalliger Pinkton. Der hat hier überall diese Falten. Der ist aus einem etwas dickeren Chiffonstoff. Hinten hat er einen Reißverschluss. Dieser Rock war im Sale von 19,99 Euro. Auf 5 Euro. Dann habe ich mir hier diese tolle Shorts mitgenommen. Ich finde das Muster total schön. Die ganzen Farben hier, orange, blau, schwarz, grün. Das vermischt sich alles so schön miteinander. Aber ich würde trotzdem sagen, dass diese Shorts eher was für den Herbst-Winter ist, weil es auch etwas dickerer Baumwollstoff ist. Man kann die Shorts dann ganz gut mit einer Strumpfhose und Stiefeletten und einen Blazer kombinieren, dann sieht das richtig schick aus. Die Shorts hat hier an der Seite einen Reißverschluss, ansonsten ist sie eher schlicht geschnitten. Die war im Sale von 25,99 Euro auf 5 Euro. Dann habe ich hier so eine etwas luftigere, lange Hose. Ich finde das Muster total schön. Hier ist auch noch überall so ein bisschen Orange mit drin. Das Schwarz-Weiße gefällt mir super, super gut. Und es ist ein echt super leichter
Seidenchiffonstoff. Der Bund und die Taschen sind in schwarz gehalten. Hier gibt es noch so ein Bändchen. Sieht zwar ein bisschen aus wie so eine Schlaf-Pyjama-Hose, aber mit den richtigen Sachen kombiniert kann diese Hose richtig, richtig schön ausschauen. Die war im Sale von 25,99 Euro auf 15 Euro. Wie bereits erwähnt, stehe ich ja im Moment total auf diese Einteiler, ob nun lang oder kurz. Und hier kommt jetzt noch einer, der ist aus einem Jeansstoff, hat hier umgekrempelte Ärmel, der hat hier überall diese goldenen Metallteile. Das sind so Druckknöpfe, auch an den Taschen. An der Taille hat er einen Bund. Und die Bändchen, die haben hier auch so ganz, ganz süße goldene Applikationen dran. An den Taschen auch mit goldenen Knöpfen. Am Bein ist er einmal umgeschlagen. Der war jetzt im Sale von 29,99 Euro auf 12 Euro. Hier kommt jetzt noch ein Einteiler. Und zwar ist der aus so einem ganz, ganz schönen sommerlichen Muster mit den ganzen Blumen und ich mag ja die Farbe Pink total gerne. Das passt so gut zu dem Schwarz und dem Grün. Sieht total sommerlich aus. Das ist so ein ganz, ganz leichter Chiffonstoff, auch leicht durchsichtig. Der hat hier überall goldene Knöpfe, auch an den beiden Taschen an der Brust. An der Taille hat er einen Gummibund und zwei Eingriffstaschen. Der war auch im Sale von 27,99 Euro auf 12 Euro. Dann habe ich hier den letzten Einteiler. Und zwar hat er überall diese schwarz-korallfarbenen Palmen. Der hat hier so Spaghetti-Träger, die verstellbar sind. Der hat hier überall diese schwarze Umrandung vorne und hinten und an der Seite. Am Bund gibt es ein Bändchen, zwei Eingriffstaschen. Der war auch im Sale von 25,99 Euro auf 12 Euro. Dann habe ich mir noch einige Bikinis mitgenommen, weil ich die total schön finde. Und das ist einer davon. Das sind ja diese neuen Bikini-Styles. Und zwar haben die hier noch einmal so einen Stoff über dem Bandeau drüber. Der Bikini hat verstellbare Träger, hat jetzt keine Öffnung und Schließung hinten wie bei einem BH, sondern man schlüpft hier einfach so rein. Ich finde das Muster total schön. Wie gesagt, ich stehe ja total auf dieses schwarz-weiß gemusterte. Dazu gab es diese passende Hose, die habe ich mir auch mitgenommen. Die Hose hat 3 Euro gekostet von 9,99 Euro. Das Oberteil hat gekostet 14,99 Euro auf 7 Euro. Zu diesem Muster gibt es noch so ein Bandeau-Oberteil. Man kann hier auch noch die Träger ranmachen. Ich trage diese Bandeau-Bikini-Oberteile meistens ohne, weil ich das so viel schöner finde. Das Besondere an diesem Bikini ist, dass es hier vorne diese Verknotung hat. Hinten wird der ganz normal geschlossen, wie bei den meisten Bikinis. Das Oberteil war jetzt runtergesetzt von 12,99 Euro auf 5 Euro. Dann habe ich mir von dem gleichen Bikini noch dieses Muster mitgenommen. Das ist in den Farben Schwarz, Weiß, Koralle und Blau. Ich finde das total schön, diese Farbkombination. Es hat hier auch diese verknoteten Elemente vorne an der Brust. Das sind auch die Träger, die man ranmachen kann. Das war jetzt runtergesetzt von 12,99 Euro auf 5 Euro. Und dazu natürlich die passende Hose. Die ist auch runtergesetzt von 9,99 Euro auf 3 Euro. Dann kommen wir jetzt zum Favoriten. Und zwar ist es dieser wunderschöne Bikini in der Farbe Mint. Wie ihr ja bereits wisst, stehe ich total auf diese Farbe im Sommer. Also die knallt so richtig schön auf gebräunter Haut und ich kann es kaum erwarten, diesen Bikini zu tragen. Der ist so richtig, richtig schön. Der hat hier vorne diese Fransen und hier unter ist das ein ganz normaler Bandeau-Bikini. Ich finde das total süß. Das hat hier auch noch diese Träger, die man ranmachen kann. Das hat gekostet von 14,99 Euro auf nur noch 10 Euro. Dazu gab es diese passende Hose, die kann man an der Seite zusammenbinden. Ich finde diese Höschen ja richtig, richtig süß. Die war jetzt auch im Sale von 7,99 Euro auf 5 Euro. Dann habe ich mir hier noch dieses Bikini-Oberteil gekauft. Das finde ich auch richtig, richtig hübsch mit diesen goldenen Applikationen hier vorne. Das ist wie so ein Hufeisen. Hinten wird es
verschlossen wie bei einem BH und das Teil ist auch in Gold gehalten. Ich finde den richtig, richtig schön und das Muster, das ist ein etwas anderer Stoff, also nicht wie die normalen Bikini-Stoffe, sondern ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie ich den Stoff beschreiben soll, aber der ist wunderschön. Der war auch im Sale von 14,99 € auf 7 Euro. Zu diesem Bikini-Oberteil habe ich natürlich auch die passende Hose mir mitgenommen. Und zwar ist es diese Hose, auch mit diesem Muster drauf. Und die war jetzt im Sale von 9,99 € auf 5 Euro. Dann habe ich mir noch diesen schwarzen Bikini mitgenommen. Auf den ersten Blick ganz, ganz schlicht. Aber das hat hier so überall diese Stickereien bzw. Muster. Und es sieht richtig, richtig schön aus. Hinten ist der zum Zusammenbinden. Der war auch im Sale von 12,99 € auf 5 Euro. Zu dem Oberteil habe ich natürlich auch wieder die passende Hose mitgenommen. Die war auch im Sale von 9,99 € auf 3 Euro.